In einem kleinen, malerischen Dorf, das im Herzen der Landschaft lag, lebte ein freundlicher und weiser alter Mann namens Samuel. Er war im gesamten Dorf für seine Güte und die unschätzbaren Lektionen bekannt, die er jenen erteilte, die seinen Rat suchten. Eine der wichtigsten Lektionen, die Samuel immer betonte, war der Wert der Vergebung. An einem warmen Sommerabend brach ein heftiger Streit auf dem Dorfplatz zwischen zwei Nachbarn, Sarah und Mark, aus. Ihr Streit begann wegen eines einfachen Missverständnisses, hatte sich jedoch zu einer bitteren Feindschaft entwickelt, die schien keine Ende zu nehmen. Harte Worte wurden ausgetauscht und das gesamte Dorf hatte sich versammelt, um das Spektakel zu beobachten. Samuel, der unter einer knorrigen Eiche gesessen hatte und das Geschehen beobachtete, beschloss einzugreifen. Mit einem sanften Lächeln näherte er sich den zerstrittenen Nachbarn. »Darf ich einen Ratschlag anbieten?«, fragte Samuel. Seine Stimme trug einen beruhigenden Ton. Sarah und Mark, die beide rot vor Wut und aufgebracht waren, drehten sich zu dem weisen alten Mann. »Bitte, Samuel, wir könnten etwas Führung gebrauchen«, antwortete Sarah, während ihre Wut langsam nachließ. Samuel begann, eine Geschichte zu erzählen, die von Generation zu Generation weitergegeben worden war. Es waren einmal zwei Brüder, die auf gegenüberliegenden Seiten des Flusses lebten. Als Kinder waren sie unzertrennlich, teilten ihre Träume, Hoffnungen und Geheimnisse miteinander. Aber als sie älter wurden, riss eine Meinungsverschiedenheit ihre Bindung auseinander und sie wurden zu erbitterten Feinden. Die Dorfbewohner hörten aufmerksam zu, als Samuel fortfuhr: Viele Jahre lang hefteten sie an ihren Grollen fest und ließen ihren Zorn in ihren Herzen brodeln. Sie weigerten sich, einander zu vergeben, selbst auf dem Sterbebett. Sarah und Mark tauschten sich verunsicherte Blicke aus. Sie konnten sehen, wohin die Geschichte führte. Schließlich, fuhr Samuel fort, verstarben sie und hinterließen ihren Kindern die Bürde ihres ungelösten Streits. Der Kreislauf von Wut und Ressentiments setzte sich über Generationen hinweg fort und brachte nur Elend. Die Dorfbewohner nickten und verstanden die Botschaft der Geschichte. Samuel fuhr fort: Jetzt fragt euch selbst, ist das das, was ihr für eure Familien und dieses Dorf wollt? Ist die Bitterkeit mehr wert als der Frieden, den ihr haben könntet? Vergebung hat die Kraft, Wunden zu heilen, zerbrochene Beziehungen zu kitten und das Glück in unser Leben zurückzubringen. Sarah und Mark, die das Gewicht ihres Grolls erkannten, sahen sich mit Reue in den Augen an. Sie wussten, dass sie ihre Wut loslassen und eine Versöhnung suchen mussten. Mit Tränen in den Augen wandte sich Sarah an Mark und sagte: Es tut mir leid für die harten Worte, die ich gesagt habe, Mark. Kannst du es in deinem Herzen finden, mir zu vergeben? Mark, zutiefst gerührt, nickte und antwortete: Und ich? Ich entschuldige mich auch, Sarah. Lass uns das hinter uns lassen und als Freunde vorangehen. Die Dorfbewohner brachen in Applaus aus und feierten die Weisheit von Samuel und den Mut von Sarah und Mark. Die einst erbitterten Feinde umarmten sich und von diesem Tag an wurde ihre Freundschaft stärker denn je. Samuels Lektion über den Wert der Vergebung verbreitete sich im Dorf und hinterließ einen unauslöschlichen Eindruck bei seinen Bewohnern. Von diesem Moment an verstanden die Menschen im Dorf, dass Groll und Zorn nur Schmerz und Leiden brachten, während Vergebung die Kraft hatte, selbst die tiefsten Wunden zu heilen und die Harmonie und das Glück wiederherzustellen, die sie alle schätzten. Wenn du denkst, dass dieses Video hilfreich für dein Leben ist, dann bitte liken und abonnieren. Jeder Like und jedes Abonnement ist nicht nur ein Klick, sondern ein Schub an Motivation, der meine Leidenschaft antreibt, weiterhin wertvolle Inhalte für dich zu kreieren.